Das sind die LTV-Themen vom Mittwoch. Erster Spatenstich, Baubeginn für neues MAN-Servicezentrum. Erstes Treffen, Begegnungszentrum Kochstraße eingeweiht. Und erste Hürde, künstliche DNA schreckt Diebe ab. Mehr dazu sehen Sie hier gleich im Anschluss. Kleines Sonnenlein. 4. Mai 2013. Best of Six and Special Acts. Das Kultkonzert und große Freiluftsaisoneröffnung im Garten der alten Chemiefabrik Cottbus. Und jetzt bin ich hier! Zum 5. Jahr im Garten der Chemiefabrik haben sich Six als besonderes Special zu diesem Konzert extra Gäste eingeladen. Mit genialen Songs, perfekten Musikern und extravaganten Bühnenshows begeistert Six sein Publikum. Karten bei der alten Chemiefabrik, bei City Ticket, Stadthalle Cottbus und bei allen CTS-Vorverkaufsstellen. 4. Mai im Garten der alten Chemiefabrik. Ich hab geliebt und verletzt. Best of Six and Special Acts, das Kultkonzert. Guten Abend und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Mittwoch. Es ist bei uns immer eine Nachricht wert, wenn irgendwo in unserer Stadt investiert und gebaut wird. Zumal dann, wenn dadurch Arbeitsplätze erhalten werden können oder gar neu entstehen. Und genau aus diesem Grund waren wir heute im Cottbusser Süden unterwegs. Mit dem ersten Spatenstich begann heute für den MAN Truck Service in Cottbus eine neue Zukunft. Doch mit den ersten Aushüben beginnt nicht nur der Neubau des Werkstatt- und Servicecenters, sondern es wurde auch das Fundament für eine neue Partnerschaft gelegt. Die Gesellschafter der Fahrzeugservice Schulze GmbH sind einmal die Autohaus Schulze GmbH und die Litzbach Reinigungsgesellschaft. Ja, wir arbeiten schon eine längere Zeit miteinander an diesem Standort und haben uns für dieses Projekt gemeinsam entschieden, da MAN hier in Cottbus zur Disposition stand. Der bestehende oder alte Standort am Stadtring ist seit längerer Zeit im Insolvenzverfahren und die MAN sucht schon fast ein Jahr hier einen neuen Partner. Und nach langer Suche konnte mit dem Fahrzeugservice Schulze ein kompetenter und zuverlässiger Partner gefunden werden. Und diese Kooperation hat schon jetzt etwas Historisches. Das Haus MAN und VW haben 1978 bis 1994 gemeinsam eine Fahrzeugklasse von 6 bis 10 Tonnen gebaut und vertrieben. Und wenn Sie so wollen, schließt sich hier so ein bisschen der Kreis. Viele Jahre später finden sich nun wie die MAN Niederlassung oder das MAN Center Berlin-Leipzig-Dresden und Cottbus wieder in einem gemeinsamen Werkstattbetrieb. Das ist also ganz toll. Mit dem Bosch Pkw Truck und Dieselservice hat sich der Fahrzeugservice Schulze schon einen Namen gemacht. Mit der Erweiterung im Nutzfahrzeugbereich von MAN kommen weitere Kompetenzen hinzu. Immerhin gibt es über 600 Fahrzeuge im Bereich Cottbus. Also Cottbus ist und war und wird auch künftig ein ganz wichtiger Standort bleiben. Sowohl für den Servicebereich, After-Sales-Geschäft, Teilevertrieb, als auch insbesondere der Neuwagenbereich. Und der Neuwagenbereich wiederum ist der Boden und die Basis für einen guten Service, aber den brauchen wir dann auch. Und wir sind ganz, ganz sicher, dass wir im Autohaus Schulze hier einen seriösen Partner, der vor allen Dingen Nachhaltigkeit und Perspektive für uns bilden kann, gefunden haben. Dazu entsteht auf 865 Quadratmetern ein modernes Werkstatt- und Kundenzentrum. Im Drei-Schicht-System werden dann die derzeit 13 Mitarbeiter neben MAN auch für alle anderen schweren Nutzfahrzeuge zur Verfügung stehen. Der nächste Meilenstein ist dann im Mai die Unterzeichnung des Servicevertrags. Die wöchentlichen Pressegespräche im Cottbuser Rathaus werden regelmäßig unter anderem auch dazu genutzt, um die Medien über bevorstehende kulturelle und sportliche Höhepunkte in unserer Stadt zu informieren. So auch gestern. Am 4. Mai findet der 22. Cottbuser Citylauf statt. Im Pushkin Park fällt um 13 Uhr der Startschuss für das erste Rennen der 13- bis 19-Jährigen. Danach folgen der Bambini-Lauf, die Firmencup-Staffel und um 16 Uhr der 9,6 Kilometer lange Sparkassen-Laufcup. Insgesamt werden wieder über 1500 Teilnehmer erwartet. Autofahrer sollten sich daher auf Verkehrsbehinderung einstellen. Es wird am Spreeufer die Straße gesperrt sein und die Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße wird teilweise gesperrt sein, damit die Läufer die Strecke überqueren können. Laufinteressierte können sich noch bis Montag für den Citylauf anmelden
oder gegen Aufpreis bis eine Stunde vor Rennstart. Und wir sind Ihnen noch schuldig, wo Sie sich anmelden können. Ganz einfach unter www.lc-cottbus.de finden Sie alle wichtigen Informationen. An dieser Stelle nun ein Tipp, wie Sie vielleicht Ärger vermeiden können. Während die Kriminalstatistik insgesamt eine leicht rückläufige Tendenz zeigt, trifft die für die Zahl der Eigentumsdelikte leider kaum zu. Eingebrochen wird praktisch überall. Ist man erst betroffen, dann geht der Stress erst richtig los. Denn die Aufklärungsquote ist mit 25% sehr gering. Ein Problem liegt dabei im eindeutigen Eigentumsnachweis für die gestohlenen Güter. Wer schreibt sich schon von seinen Wertgegenständen alle Seriennummern auf? In Zukunft wird das aber auch gar nicht mehr nötig sein. Die moderne Wissenschaft macht's möglich. Gelegenheit macht Diebe. Oft reicht schon ein kleiner Moment der Unachtsamkeit oder der Bequemlichkeit und schon ist es passiert. Die Wertsachen sind weg. Die Chance, davon etwas wiederzubekommen, ist relativ gering. So werden zum Beispiel nur etwa 10% aller Fahrraddiebstähle aufgeklärt. Das heißt, 9 von 10 Rädern bleiben verschwunden. Diese Quote lässt sich jedoch erhöhen. Mit Selector DNA hat nun jeder die Möglichkeit, seine Wertsachen mit einer speziellen Markierungsflüssigkeit zu kennzeichnen. Das ist also eine forensische Markierungsflüssigkeit, in der kleine Partikel drin sind, die mit Nummern versehen sind. Und die Nummern, die kann man auslesen. Und daran kann ich erkennen, wem welches gehört. Also das Selector-Paket besteht aus mehreren Bestandteilen. Dazu gehört zum einen die Aufkleber, womit Sie Ihre Materialien kennzeichnen. Dazu gehört die Registrierungskarte bei Selectra selber, dann die Rückmeldung beim Regionalwerkstatt Brandenburg e.V., die Ampulle mit der Trägerflüssigkeit und den Microdots, die Aufträger, mit denen Sie das auf Ihre Projekte auftragen und eine Lampe, wo Sie selbst kontrollieren können, dass es gut funktioniert hat. Erfahrungen mit Selector DNA zeigen, dass in Bremen, England und den Niederlanden die Eigentumsdelikte deutlich messbar zurückgingen. Ja, es hat sich so ausgewirkt, dass wir keinen Gegenstand, der mit künstlicher DNA behandelt wurde, als entwendet angezeigt bekommen haben. Sprich, also die präventive Maßnahme scheint zu greifen. Uns ist es aber auch wichtig, gleichermaßen für die Feststellung an der Grenze dann möglicherweise oder auch im allgemeinen Streifendienst im Inland dann eine Zuordnung von möglicherweise Diebesgut treffen zu können. Das geht eben ausgesprochen gut über künstliche DNA. Die DNA kann über die feststehende Nummer eindeutig eine Verfolgung zum Besitzer, zum Berechtigten ermöglichen. Und das gibt es sonst nirgendwo. Also nicht mal mit Nummerierung oder ähnlich ist das möglich, sondern das geht über die künstliche DNA und der dahinterliegenden Datenbank unproblematisch und vor allen Dingen schnell und auch zur Nachtzeit. Die Regionalwerkstatt Brandenburg e.V. bietet die DNA-Kits an. Hier gibt es auch Tipps und Hilfe zum Aufbringen der Flüssigkeit. Und so funktioniert's. Die Flüssigkeit enthält einen individuellen DNA-Code und einen Kunststoff-Button, den sogenannten Microdot. Mit einem Stäbchen werden die Markierungen auf die Gegenstände aufgebracht und lassen sich mit einer speziellen Lampe auslesen. Zusätzlich können die Mikropunkte unter dem Mikroskop ausgelesen werden. Ein Kit enthält genug Flüssigkeit für bis zu 50 Markierungen. Also die künstliche DNA hat 2 Komponenten. Einmal das ist die präventive Wirkung. Wenn man also seinen Gegenstand sichert und das auch noch deklariert nach außen mit einem Aufkleber oder einem Schild, dann entscheidet sich der Täter meist nicht, diesen Gegenstand zu entwenden. Das ist die erste. Die zweite ist die Tatsache, dass man es wirklich sofort bei Antreffen identifizieren kann. Das kann für alle Bereiche angewendet werden, die einem lieb und teuer sind sozusagen. Also insbesondere am PKW verschiedene Möglichkeiten, Scheinwerfer, Radio, Airbag oder ähnliches. Wir haben auch die Möglichkeit im Haus die wertvollen Gegenstände zu sichern, wie die Stereoanlage, den Fernseher, eventuell Schmuck oder technische Geräte, Laptop, die dann mit einem solchen Auftrag gesichert werden können und identifizierbar sind. Die DNA-Kits bekommt man bei der Regionalwerkstatt Brandenburg e.V. in der Bahnhofstraße 55 in Cottbus. Dazu gibt es Angebote für Vereine, die ihr Equipment schützen wollen, und für Anwohnerinitiativen, die ihr gesamtes Wohngebiet zur DNA-gesicherten Zone ausbauen wollen.
Für die Vereine ist dieses Starter-Kit kostenlos. Wir benötigen aber einen Nachweis, und zwar einen Antrag vom Vorstand, da auf diese Starter-Kits Fördermittel auferlegt sind und wir natürlich dem Fördermittelgeber damit auch einen Beweis liefern möchten. Zum Weiteren unterstützen wir die Anwohnerinitiativen hier in Cottbus, wo Anwohner auch die Möglichkeit haben, gegen ein gewisses Aufgeld ein Starter-Kit hier zu bekommen. Auch lokale Unternehmen wie Vattenfall sichern sich bereits mit DNA und sind davon überzeugt. Wenn auch Sie Ihre Wertsachen schützen wollen, Informationen zu den DNA-Kits gibt es bei der Regionalwerkstatt Brandenburg oder im Internet unter www.selecta-dna.de. Ja, und auch beim Diebstahlschutz gilt, vorbeugen ist besser als heilen. In einer großen Wohnungsbaugenossenschaft wie die EG Wohn gehört die Anpassung an die Erfordernisse der Zeit zur Unternehmenskultur. So wurde kürzlich die Hauptgeschäftsstelle in der Heinrich-Albrecht-Straße und das Vermietungscenter am Brandenburger Platz kundenfreundlich umgestaltet. Andere Objekte werden dagegen nicht mehr gebraucht. Da ist es nicht immer leicht, ein geeignetes Nachnutzungskonzept zu finden. In der ehemaligen Außenstelle Mitte in der Kochstraße ist das allerdings sehr gut gelungen. Der Malteser Hilfsdienst ist eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind unter anderem Altenhilfe, Rettungsdienste sowie ambulante Pflege und Betreuung. Etwa 700 Dienststellen gibt es in Deutschland, eine davon auch in Cottbus. Hier können die Malteser nun expandieren. Das wird möglich durch die EG Wohnen. Die Wohnungsgenossenschaft hat am Montag die ehemalige Geschäftsstelle Mitte in der Kochstraße an die Cottbuser Malteser übergeben. Uns verbindet ja eine lange, gute Kooperation mit den Maltesern. Das heißt, wir arbeiten schon seit vielen Jahren zusammen. Und wir haben ein Nachnutzungskonzept für diese Räume hier gesucht und sind mit den Maltesern da fündig geworden, sage ich mal. Die hatten einfach die besten Ideen, was man hier in Fragen der Nachnutzung auch für unsere Mitglieder tun kann. Das Malteser-Zentrum trägt den Namen Sorglos. Neben einem Tagestreff und spezieller Betreuung für Demenzkranke werden auch Treffs für Trauernde angeboten. Weitere Projekte sind geplant. Aber auch Menschen, die selber helfen wollen, sind willkommen. Es ist weiter darüber hinaus gedacht für junge und alte Menschen in der Stadt Cottbus, die sich sozial engagieren möchten, die vielleicht ein Ehrenamt suchen, etwas mittun möchten, ehrenamtlich sich engagieren, aber auch für bedürftige Menschen. Denn in diesem Namen Sorglos verbinden sich zwei Dinge. Zum einen, dass man für andere Menschen Sorge trägt und auf der anderen Seite aber auch seine Sorgen loswerden kann. Die EG Wohnen hat das neue Malteser-Zentrum ermöglicht, um ihren Mietern eine Begegnungsmöglichkeit zu bieten. Aber auch darüber hinaus sind alle Cottbusser eingeladen. Das neue Zentrum in der Kochstraße wird ab nächster Woche die Arbeit aufnehmen. Und wir bleiben noch einen Moment bei der EG Wohnen. Die Genossenschaft hat in der ehemaligen Tuchfabrik am Ostroer Damm Ecke Franz-Mehring-Straße altersgerechte Wohnungen gebaut. Und diese können besichtigt werden. Am kommenden Samstag, den 27. April von 10 bis 14 Uhr, stehen Ihnen einige Musterwohnungen offen. Wenn Sie also Interesse an dieser etwas anderen Art des Wohnens haben, einfach mal vorbeischauen. Soweit dazu. Gleich sehen Sie noch das aktuelle Wetter und LTV gibt es auch morgen wieder. Dann unter anderem mit einem Bericht über die Ausstellung 110 Jahre Strom und Straßenbahn in Cottbus. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss. Schuhe geschnürt und auf zum 22. Intersport-Citylauf Cottbus am 4. Mai ab 13 Uhr im Cottbuser Puschkin-Park. Mit der Firmencup-Staffel, dem Sparkassen-Laufcup, dem Niederlausitz-Cup, dem Bambini-Lauf und Schülerlaufen für Toleranz und gegen Gewalt. Der Intersport-Citylauf Cottbus mit Volkssportcharakter und einem großen Sonderverkauf an Laufsportartikeln. Präsentiert von Intersport in der Spreegalerie und im Blechenkarree sowie weiteren Partnern der Region. Infos unter www.lc-cottbus.de. Sei doch kein Frosch, tauch mal wieder auf. Im Fahrradshop Mühlenberg, Schmelwitzer Straße 119.
verschenken Sie nicht Ihr Geld. Mit der Vereinigten Lohnsteuerhilfe sind Sie auf der sicheren Seite. Unser Steuertipp des Monats. Immer mehr Rentner beantragen beim Finanzamt eine Nichtveranlagungsbescheinigung. Doch Vorsicht, hier kommt es auf das tatsächliche zu versteuernde Einkommen an. Weicht dieses von der Prognose in der Nichtveranlagungsbescheinigung nämlich nach oben ab, ist es zwingend notwendig, eine Einkommensteuererklärung einzureichen. Seit 2013 sind Banken dazu verpflichtet, Kapitalerträge an das Bundeszentralamt für Steuern zu melden, wenn wegen einer Nichtveranlagungsbescheinigung keine Abgeltungssteuer einbehalten wurde. Stellt das Finanzamt nun fest, dass ein Rentner sich ärmer gerechnet hat, als er tatsächlich ist, kann es im Extremfall noch im Jahr 2013 Besteuerungszeiträume bis 2006 aufgreifen und Steuernachforderungen erheben. Informieren Sie sich in der Beratungsstelle von Hartmut Hönsch in der Heinrich-Mann-Straße 12 oder telefonisch unter Cottbus 52 59 41. Wir machen Volldampf für die Lausitz. Steigen Sie ein und erleben Sie eine besondere Art des Reisens. Historische Sonderzugfahrten des Lausitzer Dampflokclub e.V. Mehr über interessante Reiseziele, die aktuellen Termine und Buchungsmöglichkeiten unter lausitzerdampflokclub.de. Das Wetter präsentiert Ihnen die Lagune, das Sport- und Freizeitbad in Cottbus. Viele Wolken, aber insgesamt nicht unfreundlich. So präsentierte sich der heutige Mittwoch. Und so ähnlich geht es auch weiter. In der kommenden Nacht ist es locker bewölkt und es bleibt trocken. Gelegentlich wird auch mal der Blick auf die Sterne frei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 10 und 12 Grad. Auch am morgigen Donnerstag erwartet uns wieder ein angenehmer Frühlingstag, der zwar erneut viele Wolken, aber keinen Regen bringt. Gegen Abend kommt ab und zu auch mal die Sonne raus. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 21 Grad und damit im optimalen Frühlingswohlfühlbereich. Das Wetter präsentierte Ihnen die Lagune. Alle Angebote finden Sie unter lagune-cottbus.de. Moonlight Shopping in der Spreegalerie am 4. Mai. Mit vielen Aktionen von 10 bis 23 Uhr, wie zum Beispiel Tom und Jerry unterwegs, das Zuckertraumtheater, dem Universal Druckluftorchester, die Show von Maggie da Silva, der großen Preisverleihung des schönsten Lausitzer Lächelns und ab 20 Uhr beste Live-Musik mit Markus Becker und vielen anderen. Am 4. Mai in der Spreegalerie, dem City-Einkaufstreff in Cottbus. Oh,
So, Schluss jetzt. Ihr kommt sofort mit nach Hause. Kinder, aufwachen. Ab nach Hause mit euch. Aber wenn ich groß bin, kaufe ich mir doch ein Renault Outdoor-Sattel.